Am Gesichtsausdruck von Pep Guardiola ist stets schwer zu erkennen, wie zufrieden der akribische, ehrgeizige Bayern-Trainer gerade ist. Auch nach dem locker leichten 3:0-Sieg gegen Guangzhou im Halbfinale der Club-WM blieb Guardiola gewohnt sachlich. Ich denke, unser Positionsspiel war ganz gut. Jeder Einzelne hat seine Rolle ausgefüllt und die Stellung bezogen. So hatten wir sehr viel Ballbesitz. Wir haben nur ganz wenige Konter zugelassen und deshalb die Partie jederzeit kontrolliert. Es sah alles sehr einfach aus, aber dafür muss man eben gut spielen. Weil die Bayern genau das taten, wirkte Philipp Lahm wesentlich gelöster nach dem Spaziergang durch Agadir. Wir wussten genau, was auf uns zukommt, dass sie eine gefährliche Mannschaft sind, vor allem im Konterspiel dann auch, weil sie sehr, sehr schnelle Offensivkräfte haben und da hat uns das Trainerteam wieder sehr, sehr gut darauf eingestellt und deswegen glaube ich, konnten wir so agieren, wie wir wollten, eben mit viel Ballbesitz im Mittelfeld und dann eben wenig Konter zulassen. Und ich glaube, dass uns das über weite Strecken sehr, sehr gut gelungen ist. Titel Nummer 5 im Jahr 2013 ist nun zum Greifen nah. Im Endspiel am Samstag treffen Lahm und seine Kollegen entweder auf Rai Casablanca oder Atletico Mineiro. Die Bayern scheinen auf dem Weg zum Weltmeistertitel kaum zu stoppen zu sein. Und dann sollte sich auch Pep Guardiola richtig freuen.